Ja, das war wieder mal ein Einjahr-Übernachtungsplatz. Es gab früher mal eine Eisenbahn hier, da ist das noch ein Bahnhof oder Nachbau wahrscheinlich eher. Soll ich Cash geben. Aber ich habe hier gestern Abend und jetzt schon noch mal geguckt und gesucht, nicht gefunden. Aber was ich interessant finde, mit der Kurbel kann man das Ganze jetzt nicht nach oben ziehen. Coole Sache. Moin Leute. Zweite Woche mein Urlaub. Heute ist Dienstag. Hier wieder herrlich gut geschlafen. Hier im Üppichtal. Wer noch einen Fluss sucht von Name Stadt Land, Üppich wäre eine Möglichkeit. Ja, jedenfalls, ich trinke jetzt noch gemütlich ein Käffchen. Und dann werden wir mal in dieses Schaukraftwerk fahren. In eins der vielen, die es hier gibt. Mal sehen.
hier in den Bergen ist die Welt noch in Ordnung. Die Kasse fertigte die letzten Kunden dort ab und die Türe, wo ich reingehe in den Laden, ging nie auf, vor Türöffner. Und da rief die von der Kasse, wir sperren um 12 zu. Ja, die machen hier 12 bis 2 oder so die Läden noch dicht. Tief in den Bergen hier. Hier so richtig schön weit draußen in den Bergen. Alle halben Stunden kommt mal Auto oder ein Motorrad. Jetzt ist es gerade so weit. Ansonsten ist hier totale Ruhe. Hier bloß so ein kleiner Rastplatz an der Straße. Und hier will ich mir jetzt was zum Mittag machen. Kraftwerk, was ich gesagt habe, ist zwar Luftlinie nicht weit gewesen, aber hier in den Bergen kannst du ja bloß ein paar Straßen fahren. Das sind jetzt noch 90 Kilometer ungefähr bis dahin. Ich hoffe, das ist auch gut und interessant. Schauen wir mal sehen, jetzt gibt es erstmal was zum Mittag. Ja, allerdings nicht ohne. Ich sperre mir bloß hier. Kartoffelbrei mit Erbsen und Möhren. Ja, gerade mal geguckt, Cash gibt es keine hier in der Nähe. Der nächste ist 1,5 Kilometer weg. So weit will ich jetzt nicht laufen. Da es ja keine richtigen Wanderwege gibt, ist das wahrscheinlich mindestens 5 Kilometer bis hin zu laufen oder so. Da ich ja jetzt wenigstens eine Stunde Pause mache, dann noch ein bisschen Video schneide, kann ich mir das mal leisten.